Die Psychosen, das ist ein Überbegriff über verschiedene schwere Erkrankungen, in denen man einen Realitätsverlust hat, also wahnhaftes Erleben hat, in denen man Denkstörungen hat, eine Ich-Störung hat, also das heißt, man kann sich selbst mit der Umwelt nicht mehr ganz abgrenzen. Das alles sind so Symptome, die so typisch sind für diesen psychotischen Formenkreis. Und unter anderem gibt es, was so die meisten kennen, die psychotische Störung der Schizophrenie. Und in der Schizophrenie ist es oft verbunden eben mit Halluzinationen wie Stimmen hören, großen Ängsten oft, also so Eingebungen oder dem Gefühl, dass im Körper etwas gemacht wurde. Manchmal fühlt man sich verfolgt. Das sind so typische Symptome. Und was mir jetzt wichtig ist, um nicht auf alle Details einzugehen, es muss medikamentös behandelt werden, um aus diesem Erleben herauszufinden.